ein heißes Eisen in der Schweizer Politik der Eigenmietwert. Dieses Thema sorgt seit Jahren für hitzige Debatten und spaltet die Meinungen. Viele Schweizer leben im Eigenheim und genießen die Vorteile des eigenen Wohnraums. Doch wer seine eigenen vier Wände selbst nutzt, zahlt dafür Steuern, den sogenannten Eigenmietwert. Diese Steuer wird auf den fiktiven Mietwert erhoben, den das Haus erzielen könnte. Dieser fiktive Wert soll die Mieteinnahmen simulieren, die man erzielen könnte, wenn man die Immobilie vermieten würde. Es ist eine theoretische Berechnung, die oft auf Unverständnis stößt. Viele Hausbesitzer halten den Eigenmietwert für ungerecht und fühlen sich dadurch benachteiligt. Sie argumentieren, dass sie ja keine tatsächlichen Mieteinnahmen haben und trotzdem Steuern darauf zahlen müssen. Besonders betroffen sind Familien und ältere Menschen. Vor allem Familien und ältere Menschen mit kleiner Rente, die oft in ihren abbezahlten Häusern wohnen, würden dadurch stark belastet. Diese Gruppen haben oft nicht die finanziellen Mittel, um die zusätzliche Steuerlast zu tragen. Die Befürworter des Eigenmietwerts entgegnen, dass Wohneigentum eine Form von Vermögen darstelle und daher besteuert werden sollte. Und Vermögen sollte genauso besteuert werden wie andere Einkommensquellen. Sie sehen darin eine gerechte Verteilung der Steuerlast. Außerdem würde eine Abschaffung des Eigenmietwerts zu Steuerausfällen bei Bund, Kantonen und Gemeinden führen. Diese Einnahmen sind für viele öffentliche Projekte und Dienstleistungen wichtig. Der Eigenmietwert bleibt also ein Zankapfel, der die Gemüter erhitzt. Die Diskussionen darüber sind leidenschaftlich und oft kontrovers. Seit Jahren wird über seine Abschaffung diskutiert, bisher ohne Erfolg. Die Debatte wird wohl noch lange weitergehen. Reformversuche. Der lange Weg zur Abschaffung. Der Eigenmietwert sorgt in der Schweiz schon lange für Diskussionen. Seit Jahrzehnten ist er ein umstrittenes Thema, das die Gemüter erhitzt. Bereits in den 90ern gab es erste politische Vorstöße, die eine Abschaffung oder zumindest eine Reduktion forderten. Diese frühen Bemühungen zeigten, wie tief das Thema in der politischen Landschaft verwurzelt ist. Doch alle diese Versuche scheiterten am Widerstand der linken Parteien und der Kantone, die Steuerausfälle befürchteten. Die Angst vor finanziellen Einbußen war zu groß. 2012 lehnte das Schweizer Stimmvolk eine Volksinitiative zur Abschaffung des Eigenmietwerts deutlich ab. Die Bevölkerung war noch nicht bereit für eine solch drastische Veränderung. Die Initiative wurde von bürgerlichen Politikern und Verbänden lanciert, doch sie fand nicht genügend Unterstützung in der Bevölkerung. Die Kampagne konnte die Wähler nicht überzeugen. Der Druck auf die Politik, den Eigenmietwert zu reformieren, blieb dennoch hoch. Immer mehr Stimmen forderten eine gerechtere Lösung. 2017 startete das Parlament einen neuen Anlauf, um eine Lösung zu finden. Die Debatten waren intensiv und langwierig. Nach langen und zähen Verhandlungen einigten sich Nationalrat und Ständerat 2022 auf einen Kompromiss. Dieser Kompromiss markiert einen wichtigen Schritt in der langen Geschichte der Reformbemühungen. Der aktuelle Vorschlag: Was soll sich ändern? Der Kompromissvorschlag sieht vor, den Eigenmietwert schrittweise abzuschaffen. Zuerst soll der Eigenmietwert auf 70% des Marktwerts gesenkt werden. Das würde die Steuerbelastung für Wohneigentümer bereits deutlich reduzieren. In einem zweiten Schritt soll der Eigenmietwert dann ganz abgeschafft werden. Dieser Schritt soll aber erst erfolgen, wenn die Kantone ihre Steuersysteme angepasst haben. Sie sollen mehr Möglichkeiten erhalten, um Vermögen und Liegenschaften zu besteuern. Die Abschaffung des Eigenmietwerts soll durch verschiedene Maßnahmen kompensiert werden. So sollen die Kantone die Möglichkeit erhalten, die Vermögenssteuer zu erhöhen. Außerdem soll der Bund den Kantonen einen Teil der wegfallenden Steuereinnahmen ersetzen. Nationalrat versus Ständerat. Wo sind die Knackpunkte? Diese Frage beschäftigt viele, da beide Kammern oft unterschiedliche Ansichten vertreten. Obwohl sich Nationalrat und Ständerat auf einen Kompromiss geeinigt haben, gibt es noch einige Punkte, bei denen die beiden Kammern unterschiedlicher Meinung sind. Diese Differenzen betreffen zentrale Themen,
die weitreichende Auswirkungen haben können. Ein Knackpunkt ist die Frage, ob die Abschaffung des Eigenmietwerts an Bedingungen geknüpft werden soll. Diese Diskussion hat bereits viele Debatten ausgelöst und bleibt ein heißes Thema. Der Nationalrat möchte die Abschaffung davon abhängig machen, dass die Kantone ihre Steuersysteme anpassen und die Vermögenssteuer erhöhen. Diese Bedingung soll sicherstellen, dass die Steuerlast gerecht verteilt wird. Der Ständerat hingegen möchte die Abschaffung ohne Bedingungen und direkt im Gesetz verankern. Sie argumentieren, dass dies den Prozess vereinfachen und beschleunigen würde. Ein weiterer Streitpunkt ist die Behandlung von Zweitwohnungen. Diese Frage ist besonders in touristischen Regionen von großer Bedeutung. Der Nationalrat möchte den Eigenmietwert für Zweitwohnungen beibehalten, während der Ständerat auch hier eine Abschaffung anstrebt. Diese unterschiedlichen Ansichten spiegeln die verschiedenen Prioritäten der beiden Kammern wider. Schließlich gibt es noch unterschiedliche Ansichten bei der Höhe des Schuldzinsabzugs. Diese Frage betrifft viele Hausbesitzer direkt. Der Schuldzinsabzug erlaubt es Wohneigentümern, die Hypothekarzinsen von ihren Steuern abzuziehen. Dies ist ein wichtiger finanzieller Vorteil für viele. Der Nationalrat möchte den Schuldzinsabzug stärker einschränken als der Ständerat. Diese Einschränkung soll dazu beitragen, das Steuersystem fairer zu gestalten und die Staatsfinanzen zu stabilisieren. Gewinner und Verlierer, wer profitiert, wer zahlt drauf? Von der Abschaffung des Eigenmietwerts würden vor allem Wohneigentümer profitieren. Sie müssten weniger Steuern zahlen und hätten somit mehr Geld zur Verfügung. Besonders Familien und ältere Menschen mit kleiner Rente würden entlastet. Verlierer wären hingegen die Kantone und Gemeinden. Sie würden Steuereinnahmen verlieren, die sie für öffentliche Aufgaben wie Bildung, Gesundheit oder Verkehr benötigen. Um die Steuerausfälle zu kompensieren, müssten die Kantone die Steuern für andere Bevölkerungsgruppen erhöhen oder Leistungen kürzen. Dies könnte zu Widerstand in der Bevölkerung führen. Die Rolle der Kantone. Ein Flickenteppich der Eigenmietwerte. Die Schweiz ist ein föderalistisches Land. Das bedeutet, dass die Kantone bei der Ausgestaltung ihrer Steuersysteme relativ frei sind. Dies gilt auch für den Eigenmietwert. So gibt es Kantone, in denen der Eigenmietwert relativ hoch ist, während er in anderen Kantonen niedriger ist. Die Reform des Eigenmietwerts würde diese Unterschiede noch verstärken. Denn die Kantone hätten nach der Abschaffung des Eigenmietwerts die Möglichkeit, die Vermögenssteuer zu erhöhen. Ob und wie stark sie dies tun würden, wäre jedoch ihnen überlassen. Es könnte also zu einem Flickenteppich der Eigenmietwerte kommen. In Kantonen mit einer hohen Vermögenssteuer wäre der Vorteil der Eigenmietwertabschaffung für Wohneigentümer geringer als in Kantonen mit einer niedrigen Vermögenssteuer. Entscheidung am Stimmvolk. Was passiert als nächstes? Bevor die Reform des Eigenmietwerts in Kraft treten kann, muss das Schweizer Stimmvolk darüber abstimmen. Die Abstimmung findet voraussichtlich 2024 statt. Es ist noch unklar, ob die Reform vom Stimmvolk angenommen wird. Die Gegner der Reform argumentieren, dass sie zu Steuerausfällen und zu einer Ungleichbehandlung von Mietern und Wohneigentümern führen würde. Die Befürworter der Reform hingegen betonen, dass der Eigenmietwert ungerecht sei und dass er vor allem Familien und ältere Menschen belaste. Sie hoffen, dass die Reform vom Stimmvolk angenommen wird. Ausblick. Was bedeutet die Reform für Wohneigentümer? Sollte die Reform des Eigenmietwerts vom Stimmvolk angenommen werden, hätte dies weitreichende Folgen für Wohneigentümer in der Schweiz. Sie würden von einer deutlichen Steuerentlastung profitieren. Allerdings ist noch unklar, wie hoch diese Steuerentlastung genau ausfallen würde. Denn die Kantone hätten die Möglichkeit, die Vermögenssteuer zu erhöhen, um die Steuerausfälle zu kompensieren. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Reform des Eigenmietwerts in der Praxis auswirken wird. Fazit: Ein wichtiger Schritt, aber noch kein Durchbruch. Die Reform des Eigenmietwerts ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Sie würde die Steuerbelastung für Wohneigentümer reduzieren und damit mehr Gerechtigkeit schaffen.
Allerdings ist die Reform noch kein Durchbruch, denn sie würde zu Steuerausfällen bei den Kantonen und Gemeinden führen. Diese müssten die Steuerausfälle kompensieren, indem sie die Steuern für andere Bevölkerungsgruppen erhöhen oder Leistungen kürzen. Es bleibt abzuwarten, ob die Reform des Eigenmietwerts vom Stimmvolk angenommen wird und wie sie sich in der